Machen wir doch mal Ladies first. Monika, Fashion Vestis, vielleicht ganz kurz, was hast du gemacht? Wie geht es mit den Brands? Wie geht es online? Fashion, vielleicht zwei, drei Worte, dass du ganz kurz das Konzept schnell vorstellen könntest. Vielleicht das Mikro nehmen, ja. Ich war jetzt 5 Jahre lang eigentlich Geschäftsführerin der Designer Online, des Designer Online Stores fashionvestis.com. Ich hatte im 2012 Fashion Vestis mit meinem Geschäftspartner Ale Niedecker gegründet als Multi-Brand Store. Mhm. Also im mittleren Preissegment, im mittleren bis oberen Preissegment für modeaffine, trendbewusste Damen, die aber auch auf Qualität setzen. Genau, jetzt haben wir letzten Monat im April Fashion Vestis an eine Zürcher Modegruppe verkauft. Kann man sagen, welche Gruppe das ist, oder? Ja, das ist die Pearl Fashion Lady AG, da gehört dazu Tierra Fashion, gleichzeitig wurde auch noch Fidelio übernommen. Mhm. Wird eine spannende Geschichte. Super, danke schön, da wäre sicher auch viele Insights von dir, was Fashion und die Brands natürlich auch wollen und können, wie sie mit dem Thema online umgehen. Jemand, der, soll ich sagen, schon weit über 100 Jahre, also nicht Thomas Herber persönlich, sondern das Unternehmen selbstverständlich, du magst mir diesen Popo entschuldigen, weit über 100 Jahre, also gesagt 1892, also doch deutlich über 100 Jahre, Globus, Mode, auch ein großes Sortimentsanteil, auch im oberen bis im Premium-Preissegment, vielleicht ein paar Worte zu Globus und vielleicht zu deiner Person sehr gerne. Ja, Globus ist bekannt. Magazine zum Globus beinhalten nicht nur Globus, sondern auch noch Schild und Herrenglobus. Total um die 900 Millionen Umsatz, ausschließlich in der Schweiz tätig. Etwas über 50% des Gesamtumsatzes kommt aus dem Fashion-Bereich. Von daher für uns natürlich die Bedeutung dieses Bereiches sehr groß. Kann man ungefähr sagen, Umsatzanteil ist ungefähr Größenordnung oder gar keine Zahlen. Was ist Fashion im Gesamtglobusumsatz? Über 50%. Über 50%. Okay. Also nicht der Online-Anteil, sondern der Gesamtanteil. Nein, das ist noch nicht über 50%. Okay, wäre ja schon mal schön. Aber für 50% Online-Anteil komme ich eben noch, darum wurde ich jetzt gerade ganz kurz fehlgeleitet. Christoph Lange. Das ist lange, ich kann ihn eh hinten anhängen, das ist sehr speziell für mich natürlich heute. Du bist Zalando-Mitarbeiter Nummer 3, sagt man so schön, also von den der Urzeit eigentlich mit dabei. Vielleicht ganz kurz ein paar Worte zu deiner Person. Was ist deine Funktion heute und was macht vielleicht so speziell jetzt auch eben im Zusammenhang mit Brands und Onboarding von stationären Händlern und warum die wir hier eigentlich begrüßen dürfen in Zürich? Genau, also ich bin seit 2008 dabei und habe vor allem mitgeholfen, die Plattform, also mein Hintergrund ist eher Tech und Product, wirklich Zalando aufzubauen als Retailer. Das habe ich so, sagen wir mal, die ersten 5 Jahre gemacht. 2011 sind wir dann unter anderem auch in der Schweiz gestartet, ansonsten in 15 Ländern in Europa bieten wir ja unsere Services an. Und seit ungefähr 3,5 Jahren habe ich dann innerhalb von Zalando, ich beschreibe das immer so, mein eigenes Startup gründen können, was Brand Solutions heißt, wo wir uns eben um Services kümmern, die nicht mehr sich an den Endkonsumenten orientieren, sondern an im weitesten Sinne Brands, aber auch an beispielsweise Händler oder lokale Stores dann auch, um denen eigentlich eine Plattform zu bieten, auf der sie dann wiederum erfolgreich in der Modeindustrie werden können. Also quasi jetzt auch die Einkaufsseite so ein bisschen salopp gesagt. Ich würde gerne dieses Panel so ein bisschen grob in zwei größere Themenblöcke strukturieren. Das eine ist zum Beispiel, wie gehen Brands quasi mit Online allgemein um, und das zweite ist dann auch, der Detailhändler, stationäre, kann der auch von Möglichkeiten wie seine Zalando oder andere Online-Plattformen bieten? Soll er profitieren? Was sind die Vorteile? Was spricht auch dagegen? Wir wissen von Thomas Herbert, dass er jetzt sicher nicht, da jubelschreiend sagen würde, ich würde da verkaufen. Aber von daher macht das sicher ein bisschen die ganze Sache, gestaltet es ein bisschen spannender. Monika, als du angefangen hast, Online-Fashion zu verkaufen, waren auch viele Brands dabei. War das schwierig, an die Ware zu kommen? Haben wir gesagt, ah, super, wir haben genau darauf gewartet. Wir wollen jetzt nicht mehr in diesen Laden, sondern wir wollen nur noch online. Oder das, vermutlich war es ein bisschen anders, oder?
genau. Ich hatte eigentlich meine Lieblingsliste von Brands und dachte, okay, das ist, sind meine Lieblingsbrands und die möchte ich jetzt gerne online verkaufen. Und da komme ich dann ziemlich auf die Welt, ja, dass das natürlich nicht so einfach war, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ich denke, auch online ist das viel schwieriger. Die sind viel selektiver als bei den stationären Händlern, weil halt alles transparent sind und die möchten genau wissen, wo das die Brands online platziert sind. Und das ist eine wirkliche Aufbauarbeit. Also bei den Brands ist es halt so, ihnen ist es enorm wichtig, erstens mal, wie der visuelle Auftritt aussieht, das Budget und dann natürlich fast das Wichtigste, das ganze Brandumfeld. Wenn das Brandumfeld nicht stimmt, dann bekommt man den Brand halt einfach nicht. Also Beispiel jetzt mal Isabel Marron zum Beispiel muss zwingend mit Alexander Wang und mit möglichst Stella McCartney noch im gleichen Portfolio präsent sein. Und da, das ist halt wirklich eine Aufbauarbeit. Also bei Fashion Westies ist es so, wir konnten uns jetzt im Verlauf der Zeit eigentlich einen Namen machen und konnten unser Brandportfolio sukzessive upgraden und updaten. Also auch Vertrauen schaffen und genau. Halt ein bisschen Eisbrecher spielen. Absolut. Und sagen, das ist jetzt doch nicht so schlimm, einen zu verkaufen. Die machen das doch noch gar nicht so schlecht. Und, okay, also, genau. Und das Vertrauen ist da und das ist halt enorm wichtig, genau. Wie jetzt bei Globus, jetzt von der stationären Seite, ihr Fashion Business war ja nur online, jetzt du kommst aus dem stationären Geschäft, auch mit deiner Vorgeschichte mit Schild selbstverständlich, eine sehr, sehr lange Geschichte in diesem Bereich. Spürst du da ein verändertes Verhalten der Brands, die sagen, ja, es muss so und so, da haben die Anforderungen angepasst, wie sie präsentiert werden müssen? Ja gut, das hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Mhm. Grundsätzlich sind die Anforderungen dieselben, auch stationär. Also die wollen auch stationär nebeneinander sein und die Anforderungen, dass man eine Marke kriegt, auch stationär, sind sehr ähnlich und sehr vergleichbar mit online. Mhm. Grundsätzlich haben die immer ihr Umfeld und sie wollen sich innerhalb dieses Umfeldes bewegen. Wir stellen grundsätzlich fest, wenn wir mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, wenn wir Marken stationär haben, können wir sie auch online haben. Das war vor fünf Jahren anders. Mhm. Vor fünf Jahren glaubten sie nicht so recht daran, wussten nicht, wird das kommen, wollen wir das überhaupt dem Handel überlassen oder wollen wir das ausschließlich selbst machen. In der Zwischenzeit haben sie begriffen, dass sie da wie stationär auch verschiedene Kanäle bespielen müssen. Stationär haben viele Marken ihre Standalone-Stores und sind trotzdem auch im Warenhaus und im Modefachgeschäften und genauso ist es online. Die Marken am Ende des Tages liefern die überall hin. Sie machen ihre eigene Homepage, sie gehen auf Marktplätze und sie beliefern selbstverständlich auch den Handel, sei es nun den stationären, den Cross-Channel oder den Pure Player. Okay. Jetzt hast du vorher, warst du bei Schild oder Mitbesitzer von Schild, die war eigentlich einer der ersten Online-Shops Fashion, die auch Fashion online verkauft hat. War das auch dann schon so einfach, an die Marken zu kommen oder waren die dort noch viel zurückhaltender oder galt das auch schon, ihr habt es im Laden, aber online dann nicht oder? Das war damals genauso. Wir haben 2009 gestartet. Wir hatten einen der ersten Online-Shops in der Schweiz bei Schild. Und da gab es große Marken, vor allem auch Marken, die wir teilweise in Lizenz vertrieben haben. Mango war so ein Beispiel, die sich strikt weigerten, online zu gehen, im Laden aber waren bei uns. Das gab es wirklich. Dass sie sagen, nee, das Business wollen wir ausschließlich dann selbst machen. Wir wollen den Endkunden da selbst kennen. Und das war damals ein Problem, weil wir nicht das Portfolio, das wir stationär hatten, auch online ablichten konnten. Okay. Und welche Argumente hat es dann gebraucht, um sie dann doch zu überzeugen? Oder? Sie haben gemerkt, dass sich die Erde dreht. Okay. Und keine Scheibe ist, das ist natürlich kann. So, dass da viele Pure Players gekommen sind und sie gemerkt haben, am Ende des Tages wollen sie Geld verdienen. Und sie waren am Anfang natürlich der Meinung, wenn wir die ganze Wertschöpfungskette selbst haben, das heißt selbst das Vertreiben ist die Marge am größten, wir brauchen den Zwischenhandel hier nicht. Mhm. Unterdessen haben sie begriffen, dass das eine dem anderen dient. Okay. Eben diese Pure Player, die dann kamen, und jetzt komme ich gleich zu Christoph rüber. Du warst von der Anfangszeit. Wie war es denn bei euch? Also, kannst du da noch was dazu sagen? Ich weiß, du hast eher den Tech-Hintergrund, Plattformen, Services sind da deine großen Themen, aber eben, ich meine, die Brands, die musst du ja auch immer zuerst kriegen. Und da heute bist du logischerweise dann, habe ich jetzt ganz kurz in die Vergangenheit betrachtet. Ja.
Eigentlich sehr ähnlich, wie Monika das berichtet hat. Wir haben, als wir gestartet sind, hatten wir, also wir konnten ein paar Marken überzeugen, direkt mit uns zusammenzuarbeiten. Das war, wir sind ja rein mit Schuhen gestartet, aber bei jeder größeren Marke war es eigentlich dann schon so, dass damals wirklich die Aussage war, nee, Internet machen wir nicht, glauben wir nicht dran, ist böse, nimmt uns Umsätze weg. Also all das, was man irgendwie, wo wir heute hoffentlich drüber lachen, war tatsächlich halt damals so. Das dann dazu geführt hat, dass wir uns eines kleinen Tricks bedienen mussten. Also wirklich jetzt mal so eine schöne Anekdote aus 2008. Unser erstes Büro damals war im Groundfloor, also im Erdgeschoss, und wir hatten unser Lager auch im Keller, also wirklich typisches Startup-Flair, kleine Wohnung, da sind wir gestartet und wir haben dann den Marken erzählt, dass wir eigentlich eine Event-Shopping-Company sind. Das heißt, wir regelmäßig alle 3 bis 4 Wochen laden wir einmal unsere Kunden ein und verkaufen die Ware, die wir gern von denen hätten, hier. Und zusätzlich hätten wir gern, also haben wir auch noch einen kleinen Online-Shop, wo wir dann die Überbleibsel, sage ich jetzt, also mal, wieder verkaufen. Einen kleinen Online-Shop hättet ihr nebenbei. Genau, so das Nebenbusiness. Glücklicherweise, also das hat funktioniert, ja, das war erstmal die gute Nachricht. Glücklicherweise kam dann nie eine Marke tatsächlich vorbei, um das auch zu kontrollieren. Wir hätten dann natürlich gesagt, ja, heute zufälligerweise kein Event, tut mir leid. Nur sonntags wahrscheinlich. Und das hat uns dann erstmal geholfen, hat aber auch gezeigt, dass zumindest schon mal das Verständnis da war, okay, wenn ich einem, also ähnlich wie du es gerade beschrieben hast, wenn ich offline die Ware verkaufe, dann ist es für mich wiederum auch okay, online zu gehen. Und wir sehen jetzt aber auch heute die Unterschiede immer noch, also es ist immer noch da, dass wir immer noch Marken haben, wo wir natürlich auch, ja, unser Einkaufsteam sehr, sehr lange daran arbeitet, auch die dann zu bekommen, und das dann auch viel mit in welchem Umfeld befinde ich mich, wie kann ich attraktiv sein, und dann gleichzeitig aber auch welche Modelle. Und da gibt es natürlich gerade die großen vertikalen Marken sind ja immer noch sehr, sehr stark in dem Bereich, dass sie einfach sagen, okay, sie vertrauen auf ihre eigenen Kanäle. Und da fängt es dann an, dass man zumindest mit Modellen wie Direct-to-Consumer, also wirklich diesen Mittelmann ausschalten, wie wir es gerade gehört haben, dass das dann eben zumindest ein Incentive ist, was wir denen geben können, weil wir eben auch dieses Modell anbieten können, und so dementsprechend den Direktvertrieb auch ermöglichen für die Marke. Hat sich dann jetzt quasi wieder eine Gewichtsverschiebung stattgefunden? Oder? Vorher waren die Marken die ganz starken und die war eben dieser kleine Event, was auch immer, Online-Shop und mit Event-Location. Und heute seid ihr natürlich, ja, sag ich mal, halt man doof, ein Supermarkt etc. im Fashion Europa. Also können es auch anders nennen, egal, aber man kommt vermutlich nicht mehr vorbei. Das heißt, dass ihr jetzt quasi auch mehr Gewicht habt und denen jetzt auch diktieren könnt und sagt, hey, so ist es, jetzt machen wir die Regeln. Jetzt spielen wir nicht nach euren, ihr spielt nach unseren. Ist das etwas, was man... Ja, ich würde sagen, da haben wir auch unsere Learnings gemacht. Wir sind halt tatsächlich mal so von der Bittsteller-Position gekommen, zu sagen, okay, wir hätten euch gerne und wir versuchen das und wir können viel versprechen und wir wachsen ja auch und so weiter. Dann eben, wo wir dann gemerkt haben, wir haben immer mehr Marktmacht und Marktposition bekommen, was wahrscheinlich wir auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen, wo wir über die Stränge geschlagen sind, was Konditionsverhandlungen und so weiter betrifft, weil wir einfach gemerkt haben, okay, da geht immer, immer mehr, und sind dann in den letzten Jahren aber eigentlich wieder so ein Stück zurückgependelt und verstehen uns halt heute wirklich als Partner für unsere Marken, also auch unser, ich sage jetzt mal klassisch, unser Marktplatzmodell, was einfach vom Businessmodell her so funktioniert, ist bei uns auch kein Marktplatz, sondern das heißt bei uns auch wirklich Partnerprogramm, weil wir einfach versuchen, auf Augenhöhe mit unseren Marken zu reden, von denen wir vorher beispielsweise waren wir ihr Kunde, und jetzt wechseln wir, jetzt bieten wir Services an, wie eben Themen Brandshops, Offline-Integration, wo wir eben kommen und sagen, eigentlich wollen wir unsere Produkte, unsere Services jetzt den Marken anbieten. Das heißt, das Gewicht verlagert sich dann auch wieder hin zur Marke, und damit muss man am Ende ein sehr ausgeglichenes Verhältnis haben, und da hilft uns natürlich die Reputation, die wir als Händler aufgebaut haben, jetzt eben hin auch zur Plattformstrategie. Monika, hast du das auch gemerkt, dass quasi auch, soll ich sagen, auch ein Zalando als Mitbewerber, notabene, aber quasi auch ein bisschen als Marktentwickler, als Eisbrecher, als Wegbereiter oder wie auch immer, gespürt, oder seid ihr quasi in einem ganz anderen Umfeld unterwegs? Ja, ich denke, wir haben es weniger gespürt, weil wir in einem bisschen anderen Preissegment sind und uns in einem bisschen anderen Preissegment und Brands bewegen. Deshalb war das jetzt eigentlich nicht so, dass es hieß, okay, nee, der Brand hat jetzt halt Zalando bekommen, ihr könnt ihn nicht haben. Das hatten wir jetzt eigentlich nie bei diesen Brands. Also es war jetzt noch ein Glück, weil gut, unsere Konkurrenten sind dann vielleicht eher so Net-a-Porter, Mytheresa und Stylebop als jetzt Zalando. Und ja, aber die gucken natürlich schon, oder? Die möchten nicht zu sehr online präsent sein oder gucken sehr stark, wo sie präsent sind.
Aber ja, also, dass wir jetzt mit Zalando da irgendwie oder in die Quere gekommen wären oder umgekehrt, jetzt eigentlich weniger. Und aber sonst, dass ihr quasi positive Effekte davon gespürt habt, auch weniger. Sagt, okay, die haben gezeigt, es funktioniert, jetzt können wir quasi ein bisschen deren Fahrwasser oder Windschatten. Also ich denke, es hat sich einfach grundsätzlich schon verändert, dass man viel offener ist gegenüber dem ganzen digitalen Handel. Das natürlich schon. Also das war noch am Anfang, war das viel schwieriger und mittlerweile ist es ja so, eben wie auch gesagt wurde, dass die Brands ja auch ihren eigenen Kanal haben und von daher es ist es einfach normal, dass man online präsent ist. Okay. Genau, also ja. Ich denke, 2017 müssen wir nicht mehr unbedingt diskutieren, sollen wir es online verkaufen oder nicht, das geht auch nicht mehr weg. Ja, ja, genau. Die einen oder anderen noch hoffen würden, es bleibt jetzt einfach mal da. Thomas, jetzt bei dir hast du auch diese Machtverlagerung gespürt, vielleicht eben, als auch zum Beispiel mitunter vielleicht von einem Zalando auch mit ausgelöst wurde, dass sie vielleicht auch die Brands sagen, ja, jetzt seid ihr nicht mehr unser einziger, ich soll sagen, Kanal zum Kunden. Ich meine, wenn wir so ein bisschen die Geschichte zurückschreiben, Detailhandel, Fachhandel brauchten ja eigentlich die viele Brands, um schlussendlich beim Kunden vor Ort zu sein, dann halt quasi die Marke zu inszenieren, Empfehlungen und so weiter, bis hin zum Beispiel Fashion bei Abänderungen und so weiter, dass sich jetzt auch dort ein bisschen diese Verlagerung stattfindet und okay, das Zalando ist als Beispiel ein sehr, sehr großer Player. Wir fokussieren uns ein bisschen mehr auf das und ja, euch gibt es auch noch oder spürst du da gar nichts in diese Richtung? Ja gut, also was wir zuerst wahrgenommen haben, ist, es gab natürlich ganz viele Brands, die sagten, ja, Zalando werden wir nie beliefern, an uns habt ihr einen starken Partner und da helfen wir euch. Und dann ging es ein halbes Jahr und sie haben Zalando beliefert. Vor einem Jahr war Mammut hier auf der Bühne und wir haben genau dasselbe gesagt. Ich glaube, zwei Wochen später hat man dann Mammut auf Zalando. Ach, bekommen ganz kurz Einschub, Entschuldigung, unterbreche. Also das ist das, was wir natürlich festgestellt haben. Heute weiß ich, dass es bei keinem Brand irgendeine Möglichkeit gibt, ihn zu behindern, mit Zalando zusammenzuarbeiten, ist auch nicht unsere Absicht. Was wir weniger spüren ist, dass es jetzt Brands gibt, die sagen, ja, ihr seid für uns nicht mehr so wichtig, wir sind jetzt bei Zalando und da macht das keinen Sinn mehr, weil die Brands natürlich schon auch die Klaviatur zwischen E-Commerce und stationärem Handel und Sichtbarkeit auch im stationären Handel spielen wollen. Und dann ist es ja nicht so, dass es den Brands überaus gut geht in letzter Zeit. Also der Fashionhandel erlebt generell jetzt nicht gerade eine Renaissance und da sind die eigentlich dankbar für jeden Absatzkanal, die sie momentan haben. Und von daher haben wir da nicht nachteilige Konditionenverhandlungen oder Schwierigkeiten, dass wir einen Brand jetzt nicht erhalten, weil er bei Zalando wäre. Das ist nicht feststellbar. Aber es ist sicher so, dass alle mit Zalando gerne zusammenarbeiten unterdessen. Also eben, wir haben diese Plattformökonomie, wir haben es heute auch schon mal gesagt, wir verkaufen auch Zugänge zum Kunden. Und ich glaube eben, das ist sicher auch was Christoph sozusagen auch in seinem täglichen Arbeit selbstverständlich macht, er verkauft den Zugang zum Markt, zum Kunden. Jetzt ganz kurz noch zu Monika, jetzt eben, ihr wurde gekauft, auch Fidelio wurde gekauft, also diese Gruppe hat einen Online-Player gekauft plus einen Offline-Player, also ich kenne die zwei Fidelio-Boutiquen auch. Kannst du was sagen, in welche Richtung das geht? Will man da auch irgendwie verschmelzen, online, offline oder sind das zwei verschiedene? Aber wenn ja, du sagen kannst. Ja, also klar. Also das ist eigentlich das Ziel, eben, dass man On- und Offline verbindet und eine Multi-Channel-Strategie fahren möchte mit verschiedenen Filialen. Also noch niemand von den Stationären ist aber bis jetzt online und es geht einfach nicht mehr ohne. Also ja, und ich denke, also das war auch der Grund. Also das macht auf jeden Fall auch Sinn und man möchte auch die Click-and-Collect-Strategie fahren ja, und eben quasi On- und Offline verbinden. Okay. Genau. Klar, in der Schweiz hat man dann den Vorteil, dass man nah beim Kunden ist, oder das ist bei Globus natürlich auch so, wenn man mehrere Filialen hat, dass man ja, die Kunden eben nah am Markt ist und nah an den Kunden. Das ist man natürlich, wenn man entfernter ist, ist man das nicht. Man muss ja irgendwie doch noch einen Wettbewerbsvorsprung irgendwie noch ein bisschen versuchen zu schaffen und das macht sicher Sinn. Wir haben bei uns auch immer gemerkt, dass die Kunden eigentlich doch noch sehr gerne vorbeikommen in unser Lager, ob schon das Lager absolut nicht irgendwie gedacht war für Kundenempfänge. Ja. Aber es war doch so, dass gewisse Kunden das halt schätzen, wenn sie vor Ort doch die Sachen anprobieren können. Gerade wenn man sich in einem höheren Preissegment befindet, sind halt auch bezüglich Stoffe etc., ja, ist die Haptik halt doch noch wichtig. Es ist aber auch so, vielleicht, dass das stationäre Lager jetzt in diesen Boutiquen auch quasi halt auch, wie soll ich sagen, eine größere Reichweite, eine größere Zielgruppe erreichen zu können, oder? Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Das normale Einzugsgebiet, ja. Natürlich.
Christoph, es gibt bei Zalando, meine ich, so ein Video, wo du, glaube ich, ein Kollege von dir, es gibt auch eine Sequenz, die ich meinte, du korrigierst mich, das heißt, ich glaube, du sagst, glaube ich, 90% der Lager oder der Fashion, der liegt nicht bei uns oder irgend bei Amazon im Lager, sondern vor Ort in den Regalen bei den stationären Händlern. Ist, glaube ich, 90%, ich weiß nicht, was du gesagt hast. 80% habe ich. 80%, okay. Kein, aber die Großmehrheit. Und ja, ich denke mal, es ist natürlich interessant für euch, das anzuzapfen, nehme ich jetzt mal an. Und ich denke mir, dort sind natürlich sicher auch diese Plattformbestrebungen im Gange, wie ihr euch quasi ein bisschen als Infrastrukturprovider sehen tut. Das ist eine Grafik, die ich bei euch rausgenommen habe. Sie ist auch sonst da vorne noch mal. Ist das eigentlich, ist das etwas, was euch interessiert, eigentlich quasi an die Lager zu kommen, die jetzt in Zürich an der Bahnhofstraße, zum Beispiel bei einem Globus, PKZ und wie sie alle heißen, Schild, liegen und quasi ab, soll ich sagen, ab deren Fläche verkaufen zu können, aber mit eurem Reach? Oder ist das, was ganz absurd wäre? Also als allererstes gucken wir immer, wie sieht der Kunde eigentlich das ganze Thema? Ja, und was wir halt schon, also was man einfach sieht in den letzten Jahren, ist, dass einfach das Thema Nähe, Geschwindigkeit generell einfach, was unter Convenience zu verstehen ist, wie komme ich zu meinem Produkt und wie werde ich es auch möglichst schnell wieder los? Ja? Modehandel, Distanzhandel hat nun mal seine Retourenquoten. Und das ist einfach ein Thema, das gehört dazu, damit muss man sich beschäftigen. Und da ist natürlich ein engmaschiges Netzwerk einfach das, was am Ende dem Kunden den größten Vorteil bietet. Deswegen fangen wir erstmal, also um zu erklären, deswegen fangen wir an, darüber nachzudenken. Auf der anderen Seite ist es natürlich etwas, wo wir auch ganz klar sagen, dass wir glauben an Offline, ja, ganz wichtige Message. Wir glauben daran, dass auch das heißt, Zalando macht jetzt ganz viele stationäre Geschäfte auf. Ja, eben nicht. Also wir glauben erstmal daran, dass aus dem Konsumentenverhalten auch offline immer wichtig sein wird. Also ich persönlich kann auch sagen, ich gehe bestimmt 50% und ich habe schon Mitarbeiterrabatt, ja, gehe ich immer noch offline einkaufen, weil einfach das andere Use Cases sind. Wenn ich spontan in der Stadt bin, verschiedene andere Sachen sind halt einfach so die typischen Erlebnisse, die man hat. So, und wenn ich daran erstmal festhalte, dass es also weiterhin Läden geben wird, dann ist halt nur noch die Frage, wie funktioniert alles? Und ich glaube an eine Zukunft, wo am Ende einfach alles vernetzt sein wird, wo ich einfach die Transparenz einfach aufgrund der Technologie, die es ermöglichen wird, dass ich genauso wie ich heute mein Uber, mein Film, Netflix, Spotify, Musik, dass ich einfach alles sofort auf dem Handy oder wo ja auch immer ich gerade bin, bekomme. Und das wird das Gleiche mit physischen Produkten werden. Das betrifft auch nicht nur den Modehandel, das wird jede Industrie betreffen. Das ist nur noch eine Frage der Zeit, vielleicht sind es 7, 10, 15 Jahre. Und dann weiß ich einfach zu jedem Zeitpunkt, wo sich irgendein Produkt da draußen befindet. Und das ist dann der ultimative Vorteil für den Kunden, weil dann kann ich das vernetzen. Und das ist, warum wir darüber nachdenken, okay, wie komme ich eigentlich an diese Produkte, was kann ich damit machen und wie kann ich dem dann den Kunden wieder zur Verfügung stellen. Aber es ist nicht unsere Strategie, dass wir jetzt überall Läden eröffnen, weil dann würden wir ja genau das Gleiche wiederum machen, was quasi die letzten, weiß ich nicht, 1000 Jahre aufgebaut wurde im Handel. Sondern wir nutzen einfach das, was da ist und versuchen eben genau die Dinge zusammenzuführen und unsere Kompetenz mit reinzubringen, wie kann ich eigentlich dem Kunden ein gesamthaftes Erlebnis und wie kann ich eigentlich mit Technologie gestützt das zusammenzuführen und dann eben mit Händlern und Marken wirklich ein Netzwerk aufzubauen. Und das ist aus meiner Sicht auch das größte Problem heute noch, dass jeder versucht, es alleine zu lösen und alleine kann man kein Netzwerk bauen, einfach per Definition. Und Zalando, also eure Bestrebung oder deine Bestrebung ist, ihr seid dann quasi eben, ich glaube, der Fashion Backbone, was auch so mal so ein Buzzword, das genannt wurde, ihr probiert eigentlich quasi im Fashion-Bereich dieses Netzwerk aufzubauen und quasi den ultimativen Kundenzugang eigentlich da. Das heißt, auch an Zalando würde dann eigentlich den Kundenzugang von Globus eigentlich wegnehmen und dass ihr quasi den Kunden über eure Plattform in den Globus oder mindestens an das Produkt aus dem Globus heranführen würdet. Das geht auch in beide Richtungen. Also genauso würden wir auch einen Kunden, der meinetwegen online recherchiert und bestimmte Dinge einfach dort sich erstmal aussucht, also gibt ja genau den Weg auch andersrum, genauso empfehlen, dann geh doch in den Globus um die Ecke oder über, ja, haben wir dieses Beispiel mit den Push-Nachrichten, wenn ich mir vorher was in den Warenkorb oder auf den Wunschzettel gelegt habe, dass ich dann ja wirklich die Möglichkeit, heute schon die Technologien habe, dass ich über Geolocation dem Kunden sagen könnte, dieses Produkt, wenn ich weiß, dass sich das Produkt auch in dem Laden um die Ecke befindet, ja, ich mir auch empfehlen kann, geh doch dorthin. Und am Ende ist es dann ein ganz einfaches Advertising-Modell, wo wir uns dann mit Globus einigen könnten, was bekommen wir dafür, dass wir jetzt Werbung für Globus gemacht haben und der Kunde ist halt happy und darum geht's und dann ist es egal, wo er seine Journey startet und wo er sie beendet, solange sozusagen das Netzwerk wieder da ist und alles miteinander verbunden ist. Gut, jetzt meine Frage ist, nächste Frage ist offensichtlich, Thomas Herbert, wie fühlt sich das an? Ich habe es befürchtet. ist gut.
Nein, das ist ja klar. Also das ist sicher eine zukunftsweisende Strategie. Wir verstehen uns natürlich ein Stück weit selbst als Marktplatz. Wir sind ein Warenhaus, wir haben verschiedene Produktekategorien, wir kuratieren die selbst für den Kunden. Und wo wir natürlich nicht so begeistert sind, ist eben diese ganzen Kundendaten und die Kundennähe abzugeben. Wir sprechen gerne selbst direkt mit dem Kunden und das ist auch die Ursache, warum wir mit den bisherigen Marktplatzmodellen nicht zusammenarbeiten. Ich schließe nicht aus, dass wir in Zukunft in irgendeiner Form von Advertising oder eben Geomarketing oder so, man muss da immer offen sein für die Zukunft. Wir wissen alle nicht, wo sich die Digitalisierung hinentwickeln wird. Wir sind heute der Meinung, wir selbst sind als stationärer Marktplatz attraktiv genug, um das auch im E-Commerce-Bereich entsprechend spielen zu können, um diese Verknüpfung selbst erstellen zu können und eben direkt für den Kunden diese Kuratierung vorzunehmen. Weil es ist ja dann wie wenn ein Marktplatz auf einem Marktplatz ist. Wir sind ja nicht wir sind schon eine Marke Globus, aber wir haben ja viele Untermarken, die dann wiederum bei Zalando selbst sind oder bei anderen Marktplätzen. Und von daher sind wir da natürlich eher zurückhaltend. Ja. Es gab dieses berühmte Streitgespräch letzten Herbst, wo wir auch und Kollegen von PKZ und Sammy Bolak dabei waren. War auch ein Thema, Verkaufen über Zalando, auch Eigenmarken, glaube ich mal, zum einen, um die Reichweite ein bisschen zu nutzen. Ich mache mich erinnern, die Frau Manuela Beer von PKZ hat sich eher, ja, sie kann sich das, glaube ich, vorstellen, wenn ich richtig, sonst korrigierst du mich, wenn ich das falsch zitiere. Du warst eher skeptisch für so etwas. Das hat sich bislang nicht geändert oder könntest du dir das vorstellen? Nein, das hat sich bislang nicht geändert, weil eben die Eigenmarken natürlich bei uns, gerade auch in Segmenten wie Delikatessen, so, die geben uns Traffic. Mhm. Also die sind teilweise bekannt, die Leute kommen auf diese Art und Weise und wenn die Verknüpfungen so sind, haben wir die Leute gerne auf unserer Page und ich möchte die eigentlich nicht auf einem Marktplatz anbieten. Aber das heißt, du wirst halt quasi auch die ganzen Investitionen tätigen etc. in Infrastruktur, in Prozesse, aber auch in Werbegeldern, die Leute auf deine Plattform zu kriegen, obwohl es quasi so einen sehr, sehr großen Player gibt, wie ein Zalando, der vermutlich schon sehr viel Wasser abgegraben hat, wenn ich es mal ein bisschen so sagen darf. Ja, das ist absolut so. Es ist ja auch so, dass wir eben nicht nur Fashion haben. Also wir haben von Food über, wir haben Kühlketten, wir haben und. Also unser Angebot ist natürlich im ganzen Online-Shop-Bereich unterdessen viel größer als nur Fashion. Und jetzt gibt es auch Marktplätze, die das anbieten, das ist selbstverständlich so. Wir werden die weitere Entwicklung verfolgen. Aktuell sind wir der Meinung, wir haben ein fokussiertes Segment im Premium-Bereich, das zieht sich durch, das ist unser Kernleistungsversprechen und wir wollen diesen Kunden in diesem Bereich selbst abdecken. Christoph, was würdest du dem Thomas Herbert jetzt entgegen sagen? Das wären die zwei oder drei wichtigsten Vorteile. Also ich habe keine Aktien und ich kriege auch keine Vermittlungsprovision. Nicht, dass da irgendeine falsche Gerüchte auftauchen, aber erstmal muss man ja sagen, es hängt ja wirklich immer von der Eigenmarkenstrategie ab. Mhm. Ja, also wenn die Strategie ist, die Preispunkte und Kategorien zu füllen, die so über Fremdmarken nicht abgebildet werden können oder einfach Potenziale entdeckt werden, also dann ist es eine ganz klare, sage ich mal, lokale Strategie, die halt erfolgsversprechend ist und wahrscheinlich nicht erfolgreich ist, wenn man jetzt mit diesen Marken auch woanders hingeht. Auf der anderen Seite würde ich natürlich sagen, wenn das Ziel ist schon, oder so mit dem Beispiel, dass da Marken da draußen sind, die Traffic schon bringen, also tatsächlich eine eigene Konsumentengruppe schon aufgebaut haben, dann ist es natürlich die Frage aus einer Markensicht heraus, wenn ich meine Marke ausbauen will, dann sollte man dahin gehen, wo der Kunde ist. Und der Kunde ist, man könnte jetzt auch weitergehen, der Kunde ist ja auch nicht nur bei uns, der Kunde ist ja vielleicht auch in anderen stationären Geschäften oder auf anderen Kanälen unterwegs, Social Media, Facebook und so weiter. Das heißt, man kann ja verschiedene Sachen machen, um diesen Kunden zu erreichen. Viele Kunden sind natürlich bei uns, also wenn es darum geht, am Ende dort Traffic zu erzeugen und die Marke groß zu machen, also aus einer wirklich rein Fashion-Markensicht, dann früher oder später wird dann wahrscheinlich kein Weg dran vorbeiführen, aber das ist wirklich die Frage der eigenen Eigenmarkenstrategie. Und so Retailer-Onboarding, das läuft ja, glaube ich, bei euch schon. Es gibt diese zwei, drei Cases, die public sind, vermutlich gibt es noch ein paar mehr, aber ist das schon etwas, wo jetzt auch die Ambitionen drin liegen, da will man jetzt auch Gas geben? Also
Ja, also absolut. Für uns ist das, also was man ja sieht, ist, oder ich glaube zumindest in unseren Augen unbestreitbar, dass diese Vernetzung auch im lokalen Handel, in den einzelnen Stores, dass das, wie gesagt, eben die Zukunft mal definieren wird. Und ja, wir sehen uns eben als wahrscheinlich eine der wenigen, die zumindest auch die Power und die Möglichkeit und das Netzwerk haben, das Ganze auch voranzubringen und eben in einem Weg oder mit einem Weg, der jetzt nicht nur uns zugutekommt, sondern eben auch der Industrie in dem Zusammenhang. Auf der anderen Seite, die Infrastruktur ist einfach noch eine ganz andere. Also wenn ich 2008 als Beispiel nehme und sage, wir wollen jetzt Online-Mode aufbauen und an die Konsumenten da draußen gehen, dann hatte zumindest schon mal jeder Konsument einen Internetanschluss, ja, zumindest mal damals noch Laptop und PC. Mhm. Später kam dann Mobile dazu und das war schon mal viel einfacher, als wenn ich heute mir den stationären Handel angucke und irgendwie wir bei 50% der Läden noch nicht mal einen Internetanschluss vorfinden und bei anderen wirklich noch Zettel und Stift. Ja, und das ist natürlich dann schwer zu sagen, okay, wie bringe ich da überhaupt diese Prozesse rein? Das heißt, es ist ein langer Weg. Auf der anderen Seite, was wir sehen, ist, dass das Interesse unglaublich hoch ist. Also gerade mit den Marken, ich hatte es vorhin schon gesagt, das größte Problem ist die Fragmentierung. Jede Marke versucht es alleine zu lösen. Das bringt einen nur zu einem gewissen Punkt. Und Traffic pro Marke ist limitiert. Das ist der schöne Vorteil, den man hat, wenn man ein Multi-Brand-Environment ist. Und das ist natürlich das, was die Marke dann auch erkennen muss und auch erkennt. Und deswegen haben wir unglaublich hohes Interesse oder sehen wir großes Interesse jetzt, mit uns mehr und mehr Piloten zu machen. Und wir haben quasi eine lange Liste an Marken, die jetzt Schlange stehen. Für uns ist es aber auch noch so viel einfach frisch und so viel zu lernen, dass wir jetzt auch noch nicht die Lösung haben, die wir jetzt einmal ausrollen und nächstes Jahr sind alle Läden vernetzt. Auch lernen, lernen, lernen. Absolut. Monika, eben du als eben Entrepreneurin auch, ich betreibe ein Zalando, nicht Konkurrenten, aber deine Nische gefunden etc. Hättest du dir vorstellen können, auch auf einer Plattform mit, also zusätzlich präsent zu sein wie ein Zalando oder wäre das für dich auch No-Go gewesen? Ja, also grundsätzlich schon. Also wir waren auch bei Stylight eigentlich präsent. Okay. Ja. Wir wurden auch von Sirup angefragt. Ja, also grundsätzlich, warum nicht? Also ja, also ich denke, da muss man auf jeden Fall offen sein und gucken, was es bringt. Aufwand, Ertrag, Try and Error und schauen, ob sich das lohnt oder nicht. Also auf jeden Fall. Also ich finde, man muss auf jeden Fall gucken, dass man die Reichweite hinkriegt und wenn man jetzt nicht so ein Riesenplayer ist, natürlich wie Zalando oder wie jetzt Net-a-Porter oder Amazon, dann muss man natürlich auf jeden Fall gucken, wie man zur Reichweite kommt. Also wie es Christoph gesagt hat, dorthin gehen, wo auch die Kunden sind. Auf jeden Fall. Von daher, vielleicht letzte Frage, uns läuft die Zeit ein bisschen aus, möchte ich nochmals gerne an Thomas Herbert auch stellen. Du hast auch gesagt, Online-Anteil könnte mal 50% sein im Fashion. Denk mir, ja, durchaus möglich. Wer wickelt das ab? Gibt es eine Vorstellung, ja, geben wir schon alles an Zalando rüber? Sagst du, nee, jetzt, wir haben genügend Schweizer Player. Vielleicht gibt es als Hinweis, wenn Elektronik ist in der Schweiz zu drei Viertel ungefähr in Schweizer Hand, ein Viertel ausländischer, bei Fashion ist es ungefähr genau das Gegenteil. Das ist eigentlich der Großteil in ausländischer Hand, so ungefähr ein Viertel, drei Viertel, plus, minus. Wer wickelt dann diese 50%? Sind das weitere ausländische Player? Sind das Brands direkt? Oder siehst du auch noch eine große Chance von den traditionellen Kanälen, die sich da in dieser Digitalisierung auch verschreiben konnten? Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich habe es knapp zum Retailer gebracht, zum Hellseher nicht. Es ist sicher so, dass Zalando einen großen Teil weiterhin abwickeln wird. Die machen das hervorragend als Pure Player in diesem Segment. Vielleicht die Ursache, warum ist Elektronik viel stärker als Fashion in der Schweiz abgedeckt, ist schon so, dass wir bei Elektronik eigentlich zwei sehr innovative Unternehmen mit Brack und Digitec Galaxus hatten, die als reine Pure Players früh angetreten sind, voll drauf gesetzt haben und heute noch einen großen Anteil haben. Die Frage ist eigentlich, warum gab es keine Pure Player im Textilbereich, weil die Branche an sich, die Stationären, haben es im Elektronikbereich genauso verschlafen wie bei uns im Textilbereich. Also, das wäre nicht Vestis die, wäre eigentlich es, ein Pure Player gewesen, auf jeden Fall.
Mut, ja. Mit mehr Mut als Geld vielleicht, wenn wir alle Quoten. Ja, nein, ich glaube, was Sie anfangs gesagt haben, ist schon richtig. Der Einfluss der Marken ist in der Modebranche sehr groß und auch die ganzen Kosten sind nicht zu unterschätzen für einen Pure Player. Also Elektronik ist Stückgut, die Logistik ist anders, Sie müssen die Ware aufbereiten teilweise und wenn man zurückschaut, auch der Versandhandel in der Schweiz Textil war nie gleich stark anteilsmäßig wie beispielsweise in Deutschland. Das Volumen, die Preise sind unterschiedlich und daher hat sich der deutsche Markt natürlich, um so richtig durchzustarten als Textil-Pure Player mit den entsprechenden Investitionen und dem Power, schon eher angeboten als der Schweizer Markt und das ist die Ursache. Ich glaube, um auf deine erste Frage zurückzukommen, es wird ein Mix sein. Es werden nicht die ganzen 50% Textil über Zalando abgedeckt werden. Es wird auch ein Mix sein aus Pure Playern und eben Omnichannel-Anbieter, wie wir es sind. Ein Teil, diese Grenzen werden auch immer fließen. Wir haben je länger, je mehr Mühe zu sagen, ist jetzt das E-Commerce-Umsatz oder ist jetzt das stationäre Umsatz, wenn er vor Ort ein Foto macht und auf die App geht und dann ordert. Also diese Grenzen werden fließen, ist uns am Ende des Tages auch egal. Hauptsache es bleibt bei genau. euch. Okay, genau. Wunderbar. Schönes Schlusswort. Egal, wo der Kunde den Umsatz macht, Hauptsache bei uns. Ich denke, das gilt für jeden Player, so wie für Zalando, wie für Fashion Visit. Ganz, ganz herzlichen Dank, Thomas Herbert, Christoph Lange und Monika Wildi. Herzlichen Dank.